Hase. Ein Hase, der nur mit den Vorderbeinen bewegt. Soll es auch geben. Da ist es so. Alter, das ist so rot da unten. Alles voll Blut. Ja, theoretisch muss ja eigentlich. Hallo. Was war das? Was? Ah, da. Ja. Ja gut, da brauchst du nicht entschuldigen, Lydia, ne? Wer hat er als erster angegriffen? Ist ja ganz klar. Wir sind da im Vorteil. Soll ich hier hoch überhaupt gehen? Das sieht mir so aus, ob der Drache nicht da ist. Das ist ja ein bisschen belastend. Über diese verbrannten Leichen oder... Oder er ist da. Nein! Oh, jetzt habe ich aus Panik gerade Tasten gedrückt, die ich nicht drücken wollte. So und so. Dovahkiin, Dovahkiin. Diddle, 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 diddle. Wo bist du? Oh. Boah, er ist so ein Asche-Todesdrache. Steck mich einfach hier. Versuche mich doch zu treffen, du Anfänger. Wiele Dragon. Ich weiß jetzt nur halt nicht, was eine Wiele ist. So aus wie Pech? Okay. Kämpft jetzt gerade gegen Lydia da hinten. Ja, ich meine, mein Gott, ne? Ja, es ist immer noch hier am Rasten, ey, ich find's geil. Aha. Nehme ich auch noch mit. Weapons and Armor can improve. Okay. Ah, Schmiedehände. Nehme ich mit auf jeden Fall. Lol. Echt jetzt? Die musste ich auch hin? Okay. Wo ist es? Da. Luft. Elementare Raserei. Ah, Lydia kriegt das schon hin. Also ich vertraue da auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wäre ich nicht der Drachenblut geworden, dann wäre sie es nämlich. Das wissen noch nicht alle. Ja, wird halt übelst weggemacht und ich loot halt hier einfach. Ah, ich komme gleich dazu, ne? So ist ja nicht. Ich suche mir halt nur schon mal die besten Stücke halt raus, so ist es halt. Ich will halt Lydia die Zeit ersparen, wo sie halt dann so unnötig wieder wie immer halt eben dran steht und wartet, weißt du? Ist ja auch blöd für sie, ja? Aber wir wollen ja auch hier das bestmöglichste Erlebnis für alle hier haben. Also für dich, für mich, aber auch für Lydia, ja? So, mitnehmen. Hängemoos oder was? Nee. Geil. Hallo Drache. Stress. Komm runter und stell dich wie ein Mann. Wo bist denn du? Hallo? Da. Na komm, na komm, na komm. Genau. Jetzt hitte doch mal richtig. Schön links, rechts, Kombi. Bam, bam, bam. Jetzt können wir mal seinen Kopf beobachten. Toll. Er hat so ein relativ kurzes, ein kurzes Gebiss. Das sah da irgendwie schon fast schon ein bisschen alienartig aus.
Zack. Lydia. Oh, hi. Alles klar? Du siehst irgendwie ganz schön blass aus, muss ich sagen. So vampirmäßig. Ich bin mir nicht ganz sicher bei dir. Ich gebe euch Deckung. Your wish is my command, as always. Braucht ihr mich noch? Ich bin direkt hinter. It's an honor to serve you. Ach, sie hat den Hammer gerade ausgewählt, okay. Sie hat sogar schon zwei von den Bögen. Und ich glaube, sie nutzt immer noch den Hunting Bow. I will protect you with my life. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall das geholt. Ich habe auch irgendwie schon diese. Die habe ich nämlich schon vorhin hier schon gesehen. Da. Wo ist der? Ah, ja, ich erinnere mich. Das will ich nicht. So, da muss ich hin. 180 Grad Wende. Zack. Da so, ja. Ich erinnere mich. Geil. Paar Bären. Abgesnaggelt. So. Ich frage mich ja tatsächlich gerade, in der Storyline geht es ja erst so weiter, dass man irgendwann halt die ganzen Drachen sozusagen freischaltet, ne? Wir haben aber ja schon Mods drin, wodurch halt die Drachen ja schon da sind. Wenn wir jetzt in der Storyline weiterkommen und wir gehen jetzt an so einen Berg, wo halt eben Drachen sind, wie jetzt hier, mit dem Drachenzeichen da oben im Kompass. Ist es dann so, dass dann da zwei Drachen warten? Sozusagen der, ich sag mal, von der Originalversion und halt diese Mod-Version? Oder ist es halt auf clever gemacht und ist halt eben dann nicht so? Fragen. Danke. Du darfst jetzt abziehen. Hier so in Lydia reinrollt, so. Ui. So, wie komme ich jetzt da am cleversten hin? Das ist ja schon ein bisschen nervig hier. So. So, so, so. So, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich weiß noch, ich sehe nur noch keinen Tempel. Wie er noch gerade so wegfliegt, so ganz normal. Behalte ich ganz normal, wie immer. Oh Mann, ey. Ist schon toll. Ein Wanderer wie? Ja. Vielleicht ein Pilger? Seid ihr gekommen, um mit Perite, dem verdorbenen Fürsten und Meister der Aufgaben, zu reden? Ja. I'm proud of what we've managed to accomplish. Ich habe hier gerade jetzt theoretisch eigentlich keine. Keine Dingens mehr. Also keine. Na komm, ich weiß es nicht mehr. Hallo? Ja. Er ist der Eiter in der Wunde. Oh, anständige Leute rümpfen ihre Nase. Aber es ist Eiter, der faulige Körpersäfte verzehrt und das Blut erneuert. Mhm. Ich bete Perita an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Nicht jeder ist dafür geschaffen, meinen Herrn anzubeten. Aber Cash mag euch. Es gibt eine Methode, mit der Periite mit denen redet, die ihn annehmen. Wenn ihr mit ihm reden möchtet, brauchen wir das Räuchermittel. Ja, das Räuchermittel.
Besorgt mir eine Todesglockenblume, einen Silberbarren, einen makellosen Rubin und etwas Vampirstaub. Dann zeige ich euch alles. Aha. Hm? Gut, habe ich nicht dabei. Also gut. Und den kann ich dann hier voll quatschen, oder was? So was Special League, wie der Baum aussieht. Ja. Gut, toll. Ich danke dir. Ach, ich mit meinen Wegpunkten. So. Wie komme ich da jetzt am cleversten hin? Hier rauslaufen. Da rauslaufen. Und dann nach Süden driften. Oh mein Gott, wie es glänzt. Eisen? Silber. Treff nie die richtige. Das richtige Erz. Sieht doch alles so neu aus. Richtig cool. Westen, Süden. Oh, da ist sogar ein Zauberstein. Wie kommen wir jetzt hier am besten durch? Ey, es ist so... Das sieht auch cool aus da oben. Ich versuche hier gerade nochmal irgendwas abzuscannen, ob irgendwas Wertvolles hier vielleicht in der Gegend ist, aber... Keine Chance. Hier kennst du nichts. Ach, und was? Ich dachte gerade, hä, warum leuchtet einfach mal der Boden so auf? Ihr bleibt alle hier. Nein? Ich dachte, da würde noch ein Ziegenhorn drin sein. Das wäre jetzt natürlich richtig... Richtig nice. Was ist denn da hinten gewesen? Hast du Schaden genommen? Ach so, das Käfer. Aber ich konnte nicht mitnehmen. Oh. Hey, aufpassen! Kann ich ihn heilen? Feueratem. Tot. So. Nee. Kann ich andere heilen? Irgendein Zauber? Schnellheilung? Gilt nur für mich wahrscheinlich. Den Zaubernden, ja. Okay, ich soll dahin. Das Schicksal sagt mir in die Richtung. Keine Ahnung, wohin ich hin will überhaupt. Aber ich soll hier hin. Und bergab. Ich glaube, der nimmt gerade die Quest von dem hinter Markert, das Ding. Wahrscheinlich das naheliegendste oder was? Weil ich habe ja zigtausend Quests gerade ausgewählt. Der müsste gerade alles Mögliche theoretisch für mich auswählen. Also zigtausend Wege mir gerade zeigen. Ich weiß ja nicht, welche Quest er gerade halt sich... priorisiert, aber da will ich nicht hin. Wenn ich schon hier bin,
Dann auch da hinten hin. Ich kann aber auf jeden Fall mal ein bisschen skippen. Weil das ist ja unmenschlich hier, wie dunkel es ist. Und hell. Schön. Da hinten ist auch noch eine Ruine. Wie geil das aussieht von hinten. Sind das die wandernden Khajiits? Natürlich sind das. Die Khajiit genießen hier kein Vertrauen. Mögen die Monde uns beschützen. Ich hoffe nicht. Die Wege von Himmelsrand werft einen Blick darauf. Nein, ich wollte nichts kaufen. Vor allem für 500, ey. Was habe ich denn gekauft? Warte. Das will ich nicht. Laden. Da. So. Oh, stressig. Aber wir sind zumindest schon mal. Apropos, ey, cooler Himmel. Wir sind schon mal hier angekommen. Das ist doch auch schon mal viel wert. Guck mal, so perfekt getimed mit der Uhr. Zack. Ach, geil. Feind in der Nähe. Ja, wo denn? Dann macht euch bemerkbar, dass ich euch die Köpfe einschlagen kann. So, nochmal. Ich habe gekauft entweder so ein Gift oder ja, sowas halt. Ob ich sowas noch holen soll? Wäre schon angebracht, oder? Für 1,3. Hole ich mal, weil ich hoffe, dass ich das entzaubern muss. Oder kann. Wie dafür die Bärenfälle, dass da das Zeug, weil ich es noch nicht gebrauchen kann. Bis dahin, wenn wir ewig viele erledigen. Das hier. Die geben zwar nicht viel, aber ja. Das da. Den hier. Die beiden. Und die alle hier. So. Ich habe mein Geld wieder. Habe ihn auch ein bisschen ausgezogen. Da habe ich 2 Schriftrollen, die kann er auch alle haben von mir aus. Kein Geld mehr, der Dude. Das tut mir aber leid. Was hast du denn noch so? Alles. Ich glaube, ich kaufe das, weil ich glaube, dass mir, dass die Kleine bei mir das nicht anzieht, weil es gestohlen ist. Ja. Das sieht sogar noch besser aus. Verdammt! Warum sieht eigentlich das für Mädchenkleid und Jungtunika genau gleich aus? Egal. Ich will, glaube ich, darauf nicht eingehen. Das wird, glaube ich, mich zu sehr verwirren. Kessel, eine Kinderpuppe habe ich schon. Verkauft halt echt alles. Finde ich witzig. Das bringt mir nichts. Macht nicht viel Damage. Wooden Sword habe ich schon. Ja, dann ansonsten. Ciao. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Yes. Nee, so. Dass ich da hingehe.
Hallo, Krabbe. Zack. Und nun hier rein ins wilde Getümmel. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinten hinkommen soll. Aber da vor mir ist eine Mine. Ich werde jetzt einfach mal mich hier wieder mal bekannterweise hochglitschen. Und hoffen, dass ich dann hier weiterkomme. Oder auch nicht. Ja. Geil. Ich mache jetzt mal den Edeligen und spawn mich mal hier. Das macht keinen Sinn, glaube ich, oder? Weil ich komme hier nicht durch. Ich muss raus, muss rüber, muss dann hier runterlaufen und dann irgendwie den Weg finden. Oder? Ich probiere es erstmal da oben. Ansonsten kann ich ja immer noch dann den Weg einfach zurücklaufen. Okay. Was steht hier so rum? Was ist denn mit euch passiert, Pavo? Die Abgeschworenen haben die Kolskäger-Mine erobert. Nur wir sind noch übrig. Bei den Göttern. Ihr zwei solltet reingehen und euch ein wenig ausruhen. Ich werde den Jarl davon unterrichten. Und nicht nach Kolskäger. Es ist dort nicht sicher. Verdammte Abge... Offenbar... Pavo und Gatt sind die einzigen Überlebenden. Pavo wird... Aber das ist doch Unsinn! Ihr allein werdet mit einer Gruppe von Abgeschworenen nicht fertig. Wenn ihre Äxte euch nicht erwischen, dann ihre Magie. Hm. Hier komme ich auch nicht hoch. Mann, das nervt mich. Also gut. Das nervt mich, das nervt mich. So, nochmal von vorne. Das sind die Khajiits, hier bin ich in lange Cruz. Ja, doch, bin ich. Geh jetzt mal ein ganzes Stück hier hoch bis zur nächsten größeren Abbiegung. Da biege ich dann rechts ab. Zählt es? Ich würde sagen, ja. Boah. Donner hört sich gerade richtig geil an. Richtig mit Bass. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Hi. Da muss ich irgendwie... Nee, ich muss eigentlich irgendwie da hin, oder? Nee. Best, da muss ich hin. So. Jetzt warten wir noch mal ein paar Mal, weil ich... Es geht auch besser. Ohne Gewitter und so. Okay, oder auch. Ja, schön, ich hätte wieder einen Fuchs gehört, aber. Vielleicht täusche ich mich auch einfach. So. Hoch hinaus mit uns. Da kratzt man sich einmal am Handgelenk und dann kommt sowas. Zack. Ja, voll. Da läuft eine Ziege und ich glaube, da kommt gerade nochmal gleich eine zweite hinterher. Oder auch nicht. Doch, haha. Gut aufgepasst. Ich muss da hinten rein. Nicht ganz nach da hinten, irgendwo dazwischen anscheinend. Er ist schon eine coole Gegend, muss man sagen, ne? Also ist so verwinkelt und so da... Entwickelt man einen richtig krassen Entdeckerinstinkt. Aber trotzdem unübersichtlich, wie sonst was.